So, da sind wir wieder zur Talkerzone, spielt William Wallace. William the fuck Wallace. So. Braveheart, wir sind riesen Braveheart-Fans, wir sind vor allem Fan. So. Ah, hier ist der Fall. Wir sind vor allem. Wow, guck dir dieses Gras an. Jetzt übertreib's nicht. Ich habe ja hoffentlich endlich dazu gebracht, mein Hörbuch sie anzuhören. Vom dunklen Turm. Ja, ich bin ja mit. Oh, ich bin mitten drin in der Sequenz. Okay. Oh, Juliette. Julia, oder wie sie heißt. Ich an ihrer Stelle würde das lassen. Was ja, Julia geschah. Aber bester Zeitpunkt im Monofilm. Zum Anfang. Ja, wir haben uns überlegt. Oh, mit mal. Mehr als 4 Frames bitte. Ja, da sind sie doch. Ja, auf Kommando. Der Rechner kann auch einiges. Was? Okay, doch. Ich dachte, jetzt geht's mit. Geh mal ein bisschen hin. Mehr. Vielleicht, wenn du ein bisschen hingehst, kannst du mit dir sprechen. Sehr gut. Wenn sie zwischen die Masten treten, sind sie tot, Elliot. Ich will ihnen helfen. Dass sie auch noch so richtig Bio angezogen ist. Richtig. So die anderen Tarnmodus. Die anderen Einsiedler-Style. Okay. Hä? Wann hat die mich mit einer Nadel gestochen? Haben wir die schon gesehen? Haben wir Juliette schon gesehen? Ja, wir haben sie schon mal gesehen. War das mit Ben? Ben hat uns, glaube ich, eine verpasst. Ja, ich glaube auch. Tut mir leid. Wir brauchten eine DNS-Probe. Das heißt DNA. Ja, Insider. Weil ich ihnen helfen kann, sich zu erinnern. In der Nacht vor ihrem Flug wurde Lisa Gellhorns Leiche im Hafen von Sydney gefunden. Aber Kussmund. Erschossen. Das waren Sie, Elliot. Was? Wir haben Lisa umgebracht? Wegen der Story? Was ist hier los? Ja, er musste. Das Video musste im Sound in der Herde haben. Wo erkennen Sie meinen Namen? Viel über Sie. Viel mehr als Sie selbst. Abgedroschener Spruch. Das ist auch nicht schwer. Wir sehen gar nichts über uns. Wir sind völlig verpeilt. Hab wissen wir überhaupt, was wir Elliot? Ja, doch, Elliot wissen wir. Okay, Gesicht, Pistole. Gesicht, Pistole, Hinterkopf. Gut. Das gut. War. Sowas habt ihr ja. Danke, das meinst du ernst? Ja, meine ich ernst. Okay, cool. Gesicht, Pistole, Hinterkopf hat mir. Da war ich, ich gehe jetzt im Paparazzi-Modus. Vermutung ist nämlich, weil genau jetzt kommt Paparazzi-Mode, dass das ein wunderschöner Tipp ist. Das zerrissene Polaroid, das wir jetzt im Grunde fotografieren. Um diese Bilder in unserem Kopf wieder zusammenzusetzen. Und das, genau. Und damit wir dann. Deep, das ist so. Das ist so. Wir sind wieder in demselben Lounge, wo wir vorhin in der letzten Folge, im letzten 10 Augen nachschauen. Stimmt, da hört das ja auch auf. Da war doch, dass wir noch in den Hinterraum sollten und dann war die Sequenz aber schon zu Ende. Hier ist da war doch noch was. Ist das Lisa? Hören wir überhaupt was? Also irgendwo ist ein Typ in der Knarre. Ich kann diesmal nicht laufen. Hör dir mal den Heini hier oben an. Der sieht gefährlich aus. Ich glaube, der ist es auch. Ach, was sie quatscht, interessiert also auch gar nicht. Deswegen wird man das auch so schlecht, oder was? Ich vermute mal. Ich kann nicht zoomen. Du kannst nicht zoomen. Ach, muss ich jetzt... Ah, ich muss die Kamera rausfahren. Oh, Priester? Ist das hier... Ist das Dingens? Das ist Mr. Echo. Nee, das ist doch, Mr. Echo. Doch, das ist der Echo. Sieht nicht aus, doch, das sieht doch kein bisschen aus wie Mr. Echo. Ein bisschen doch. Ein bisschen, aber... Ja, er ist schwarz. Nee, auch so ein bisschen die Konturen. Es ist sein Bruder. Natürlich ist es sein Bruder. Ist er... Aber der war doch ein bisschen schmaler, ne? Ja, der ist auch ein bisschen schmaler. Das ist nicht so ein Hoshi, ja, okay, also Mr. Echo war ja nur auch recht. Ja, also wir sind noch offen. Mal gucken. Aber er ist es schon mal nicht. Er hat keine Knarre. Geh weg, Tuse. So, wo ist aber der warum Tuse? Sollte denn der Bruder von Mr. Echo, oder warum sollte überhaupt Mr. Echo in welchem Land sind wir überhaupt? Das wissen wir. Sind hier nicht in Amerika. Wir sind hier irgendwo strange unterwegs. Stimmt, ja. Strange aber, unterwegs, Mann. Aber hier, was ist da? Das ist er. Das ist er. Du hast ihn gefunden. Jetzt müssen wir nur noch. Oh yeah! Lass das eine Stelle mal, die ist perfekt. Alles im Bild. Kann ja nichts hören. Was tam Tante Teresa auf Titten! Titten! Ja, mach es! Nein. Hör. Zu verschwommen. Wir brauchen sein Gesicht, glaube ich, damit wir wissen, zu wem die Knarre gehört. Weil auch Teil. Aber geil ist einfach hinterher. Der barbusigen Dame. Noch ganz barbusig ist sie nicht, da müssen wir eigentlich mal aushelfen hier. Habe ich hier einen Mauszeiger irgendwo? Oh, hör auf! Sorry! Ich gehe wieder hin. Warte, Digga, lass es mal bitte! Lass es bitte! Ich hab's hier! So. Jetzt haben wir's. Das ist, glaube ich, die perfekte Einstellung. Bewegt jetzt mal nicht die Maus, Hoffi. Okay, mein Fehler. Jetzt. Nein. Zu verschwommen. Ah, du musst es zoomen. Jetzt? Mist, verpasst. Aber es war's. Ah, okay, Hoffi, wir sind nah dran. Aber Oldschool Gangster-Style, ne, mit der Zeitung und die Knarre in der Zeitung, hat Style. Nicht so hübsch wie der Revolvermann. Ja.
so war's. Geil, ne? Der Revolvermann wird nur sagen, oder er wird diese Pistole nur lächelnd, Spielzeugpistole. Die ist ja gar nicht ausgewichtet. Damit würde er höchstens eine unwürdige Person umbiegen. Ja, Revolvermann, Roland Deschain. Mein Held, seitdem ich 9 bin. Mein Held seit 2 Tagen. Du bist jetzt bei 3, ne? Dem Buch 3. Nee, ja, also bei Buch 3, Band 2. Fahrstuhl geschlossen. Okay. Fahrstuhl geschlossen. Argument Ende. So, wir sind wieder im Urlaubsstress. So, ich sag mal, gehen Sie? Skibidi skid skid skibidi skat. Ach, Leibwächter ist er gar. Ja, natürlich. Fahrstuhl geschlossen. Das will ich nochmal hören. Oh, hast du Zeit? Kauf dir eine Uhr, Kumpel. Hast du Zeit? Zeit kauft. Oh, schlecht. Do you have time? Do you have the time? Ja, es ist. Das heißt dann, ja. Wie viel Uhr ist es? Richtig, ganz schlecht. Für mich hast du Zeit. Was? Ja, hast das ist leider weg. Aber wir haben es auf Video. Ja, hast du Zeit? Hast du Zeit? Das wird aber. Das ist wie ein gottverdammter Kundendienst. Verzieh dich. Okay, dann würde ich auch mal gerne mehr gehen. Tauschen, okay. Können wir nicht mit dem tauschen? Vielleicht unsere Knarre? Wir haben die Knarre ja nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr auf der Insel. So, hier, was ist mit der Tuse, die uns hier kennt? Frag mal Lisa Gellhorn. Lisa! Das ist kein Thai-Fischer. Guten Tag, ihr Park, Lisa? Da hab ich drauf gewartet, Mann. Das kommt nicht. Ich mach hier sogar noch das Intro mit Lisa. You are tearing me apart, Lisa. Danke, endlich. I did not hit him. I did not. So. Oh, hi, Dennis. Hi, Lisa. The Room, ey. Schaut euch The Room an. Gebt nur The Room ein und lacht euch den Check. Hi, Cher. Oh, hi, Floor. Oh, hi, cute guy. Wollte ich jetzt doch mit ihm reden? Was hat die denn gesagt gerade? Ich hab ihr gesagt, ich rede mit dem Leibwächter. Und dann sagte sie, ich soll Vorsicht sagen. Le Fahrstuhl L geschlossen. Aber L ist doch Spanisch, du Arsch. Oh, 100 Mäuse für den Aufzug? Ich hab ne 45er, die sagt, er ist geschlossen. Jetzt hau ab, Mann. Und ich hab 6 kleine Freunde, die alle viel schneller laufen können als du. Ja, Mann. Nur in diesem Fall stimmt es nicht. Boah, ist jetzt so laut hier. Sie ist Journalistin. Und Bauchrednerin. Jetzt haben wir voll die Zeit, um reinzuskitten. Wie weißt du das? Ich habe nichts für Schnüffelnasen übrig, die mir komische Fragen stellen. Wer ist dieser Savo überhaupt, von dem sie quatscht? Macht er genau dasselbe, was er gerade... Ich hasse Schnüffler, die mir komische Fragen stellen. Wer ist dieser Savo überhaupt? So, und jetzt gehen wir da rein. Ah, was gibt's? Du mitkommst. Ach, also, er hat so getan, als hätte sie über Savo gesprochen, um einen Zugang zu bekommen. Weißt du? Elliot ist nicht blöd. Ist eins der schärferen Messer im Set. Sehr schön! Insider. Aber der Spruch ist gut. Das ist immer so gut drauf eigentlich. Ja, ich glaube, so schlechter das Spiel, desto besser die Laune. Das ist so, das ist diese, Ja, wenn man weiß, egal wie schlecht wir performen, wir können nicht noch unter das Niveau von dem Spiel sinken. Reziprok diametrisches Verhältnis zwischen uns und dem Spiel. Jetzt kommt der Name wieder. Ist auch falsch. Wisst ihr? Aber hört sich geil an. Ja, genau das. Oh, die Verschollenen sind eine gute Informationsquelle. Zögern Sie nicht, sie um Hinweise zu bitten. Aber wen meinen Sie denn jetzt mit den Verschollenen? Das sind wir jetzt. Ja, aber... Das sind wir jetzt. Aber ich habe auch einen Fehler von mir entdeckt. Ich habe es falsch formuliert. Irgendwo in diesen Tooltips kam noch die Meldung, die Verschollenen, also wir, unsere Leute, haben alle möglichen Informationen. Und da dachte ich, wie sollen die denn alle möglichen Informationen haben? Aber das ist anders, soll es formuliert werden. Die haben alle möglichen Informationen über die Insel. Ach so, du hast es halt alle. Die haben alle möglichen Informationen. Also, bei dir war der Fokus auf alle, okay. Ja, ich hab's falsch gedöns. Schau mal hier, die Verschollenen haben alle möglichen Informationen zu dieser Insel. Aber jetzt habe ich es verpasst. Ich weiß aber, was du machst. Rechter. Ja, bei unsere Zuschauer. Ich habe Lisa getötet. Auch. Ich habe Lisa nicht getötet. So, wir dürfen immer noch hier durch. Noch aber sprechen. Jetzt sprechen wir mit Vorsicht, an. Kommen Sie dem Zaun nicht zu nah. Ja, kennen wir das schon, ey. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben sie verraten und das ist einfach schlimm. Aber und das ist einfach schlimm. Ich glaube zu wissen, was Lisa in ihm ist, auch wenn Ben es nicht sieht. Ja, das ist schlimm. Und das ist einfach schlimm. Oh mein Gott, ey. Sie macht Entweder macht sie ein Häufchen oder sie macht den Zaun aus.
Da kann man ja auch kombinieren. Sie können jetzt durchkommen. Der Strom ist aus. Dann ist es wie die, wie das Mädel von Charlie Brown, die immer den Football wegzieht. Ach hier, wie heißt sie? Lucy. Lucy, genau. Lucy. Wo war das? Das habe ich vor kurzem erst nochmal thematisiert gehört irgendwo. Also, ach, auch bei Stephen King hat genau über das Thema geschrieben. Ja, ja, natürlich. Ja. Beziehungsweise in einem Vorwort, ne? Entweder im Vorwort oder tatsächlich einer seiner abstrusen Vergleiche mittendrin wieder. Okay. Ja, ich hoffe so langsam auf die Stephen King-Schiene. Ich bin ja schon Stephen King durch meinen Vater Fan. Der ist Ben. Er heißt Ben. Ben ist cool. Er hat das Kommando. Voll Kommando. Die Augen, die machen mich bei all den Leuten hier voll fertig. Bei ihr steht das ein bisschen. Was ist Ben von mir? Elliot. Boah, sind das für Augen? Ja, die sieht sie aus hier wie Nicole aus Dead Space. Richtig, im Evil-Mode. Mhm. Wieso ich glaube, sie dass mir? Ben sich in ihnen täuscht, Elliot Maslow. Hast du Zeit? So, die will was tauschen, Mann. Okay, tauschen wir. Was darf's denn sein? MG. Ach, die hat dann noch Nipsies und was ist da unten? Munition und dann Feuergedöns. Also Benzin. Da brauchen wir eigentlich alles. Aber wir können erstmal alles anstoßen. Munition verkaufen, genau. Den ganzen Shit. Brauchen wir Wasser vielleicht mal für ein Rätsel? Ach, weg damit. Bier. So, wir beginnen das hier. Menge wählen einfach. Genau, hau sie alle raus, Mann. So, denn das 25 für ein Bierchen hier auf Bier der Insel? Bier ist super geil. Ja, aber ist halt auch selten, ne, auf der Insel. Aber das ist halt, dass 3 Bier mehr wert ist als eine Knarre, ist halt dann auch, oder irgendwie ein paar Bier. Das geht schon weit. So, wir haben jetzt 215... Oh, und den super Apollo-Riegel. Apollo 50! Vergiss nicht, wir kriegen nur das zurück. Ja, ja, deswegen müssen wir mal gucken, wie viel wir insgesamt hier... Das bringt alles nichts. Nehmen wir alles, oder? Ja, dann kannst du den Apollo-Riegel können wir schon mal behalten. Ja. Oder verkaufen wir nur den Apollo-Riegel, dann ist schon mal ein Slot frei. Die anderen können wir nämlich stacken. So, aber erstmal, hier war der. Die Dinger ließen sich stapeln? Ja, ne? Die, such mal. So, dann müssen wir ein paar Sachen weniger verkaufen. Ja, aber ich, ja, ist jetzt nichts. Dann lassen wir das Bier erstmal bei uns. Und die waren... Kann ich nochmal 2 Bier rausnehmen? Und dann noch ein 10er? Genau, Wasser war 10. Nee. Hier. Okay. Wir können auch 2 Wasserflaschen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz für Wasser. Aber Wasser könnte vielleicht wichtig sein, dass wir Boost haben. Aber mal gucken. So, wie ist hier das Meer umherum? Ja, so komm hier, ne? Komm hier! Auf die Handel bestätigen mit X. Ja, ab dafür. Dann haben Sie Platz. Du hast nicht genug Platz im Inventar zum Handeln. Ey, ich raste aus! Ja, man kann das Feuer nicht stapeln. Ja. Also, dann verkaufen wir alles, was am billigsten ist. Ja, so, fangen wir hier mal an. $5 weg. Obwohl, müssen wir gerade eine gerade Zahl machen. Kriegen wir aber hin mit einem Bier. Das hier kann das essen. Und ein Bier noch. Und dann sind wir bei 90. So. Alle knarzen. Ich hoffe, wir müssen keinen freien Slot haben, damit wir das befürchte ich nämlich schon. Aber wenn dann kann man ja gar nicht mehr tauschen. Da müssen wir irgendwas wegwerfen einfach und vernichten. Aber versuchen wir es mal. Wir haben es jetzt 60, noch 30. Dann verkauft was weniger oben. Ja. Oh, nein. Das sind meine, ne? Genau. Das ist ein sehr eigenartiges Menü hier. Die 3 davon zurück, ne? Ja. 2 da, ne? Ja. Komm rein. Und los jetzt. So. Ab. Versuch's. 4. Das können sie nicht alles tragen. Ach komm, ey! Das ist so, Mann! Digga! Oh, ich muss doch jetzt nicht ins Menü das auf den Boden schmeißen! Hier raus, schmeiße Fackel weg. Wenn sie mehr wollen, besuchen sie mich. Ja. Aber warum überhaupt tauschen? Wir haben doch... Wir haben so viel Crap. Ja, lass weiterlaufen. Wir haben den Scheiß halt. Oh. So. Neue Aufgabe hier. Wie lange geht's überhaupt noch hier? Folge dem unterirdischen... Oh, ja, danke, endlich! Endlich vom Timer, ey. So, folge dem unterirdischen Gang. Das ist gemütlich, ich muss vorsichtig sein, die anderen sind überall. Das ist irgendwas Altes, oder? Nee, das ist... Aber wir haben hier doch keinen unterirdischen Gang. Den werden wir hier gleich sehen. Wir sind ja jetzt im neuen Bereich hier mit Juliet. Romeo und Juliet. Mal gucken, ob ich jetzt... Nicht, der darfst du nicht da durch, der ist auch aus. Der ist auch an. Hier geht's bestimmt weiter. Ja, aber das darf immer meine Sorge sein, Digga. Oh ja. Das ist mein Gang. Weil da sind nämlich die anderen und dann darfst du da... Oh, deswegen hat die mich auch nochmal Munition verkauft, weil dann kannst du nochmal Peng-Peng machen. Willst du mal Peng-Peng machen? Nö, das ist dein Spaß, Mann. Mit Gamepad, Ego-Shooter? Naja. Ah, dein Spaß! Okay, dann... Actionreiche ich mag Folge. Ja schon... Kannst du abmoderieren, wie du willst, ich hab keinen Bock mehr. Und erstmal, Leute, danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich bin auf, jetzt können wir mal Klartext reden. geht's übermorgen oder übermorgen, wann immer die Folge oben ist. Und bis dahin, euch eine schöne Zeit. Bis dann.